ja, Kommentar ist nicht einfach. Du hast meistens eine Nennung des Autors, eine reißerische Überschrift, subjektive Darstellung, Zusammenfassungen, Aktualität, leichte Wissenschaftlichkeit, humoristische und polemische Darstellung. Aber trotzdem ist es nicht so leicht, das zu finden. Servus zu diesem Video, in dem ich dir zeige, wie du deine Textsortenbestimmung für den Kommentar formulieren kannst. Der Kommentar ist ein bisschen eine doofe Textsorte, weil das sehr, sehr vielfältig sein kann. Deswegen schauen wir uns als erstes mal an, was der Kommentar überhaupt ist. Dann verorten wir den in anderen journalistischen Textsorten. Dann gucken wir uns die Textsortenmerkmale an und dann schauen wir uns zwei Beispiele an. Eines polemischer und das andere eher meinungsäußernder. Packen wir es an. Grundsätzlich ist der Kommentar eine Stellungnahme eines Autors zu einem Thema. Also jemand erzählt was. Meistens zu etwas Aktuellem. Also da gibt es einen großen Zeitungsbericht und daneben ist der Kommentar von einem Experten zu diesem Thema. Ja, und Experte ist ganz wichtig, weil sonst ist es so, wie wenn irgendeiner bei den YouTube-Kommentaren irgendwelchen Mist erzählt. Ja, das bringt dir auch nichts, das liest du auch gar nicht. Also der Autor des Kommentars hat Fachwissen. Und die Darstellung ist irgendwie was Besonderes. Ja? Er kann das ganz, ganz seriös formulieren. Der kann also seine Meinung seriös darlegen, ja fast eine Erörterung schreiben. Der kann aber auch ein bisschen humoristisch schreiben. Jetzt nicht ganz so sehr wie die Glosse, aber ein bisschen. Das kann polemisch sein, das kann ein bisschen sarkastisch sein, muss es aber nicht. Und genau das macht die Textsortenbestimmung des Kommentars so bescheuert. Wenn wir uns den jetzt mal in den journalistischen Textsorten anschauen, dann wirst du sehen, einerseits gibt es den ganz, ganz objektiven Bericht. So wie du in der 6. Klasse vielleicht geschrieben hast, Fahrradunfall, bloß ohne Meinung zu sagen, einfach nur was passiert ist, wie so eine Kamera, die da rumfliegt. Danach gibt es die Reportage. Textsortenbestimmung habe ich dir verlinkt. Das ist ein subjektiver Erlebnisbericht. Und da ist eigentlich alles drin. Da fährt jemand hin, guckt sich an, was da passiert ist, berichtet ein bisschen drüber, spricht mit den Leuten, die da unterwegs sind, so Experteninterviews, aber setzt sich auch zu Hause hin und recherchiert das Thema. Und dieses Hintergrundwissen, was da recherchiert wurde, fließt da ein. Das sind diese sachlich informierenden Textstellen. Und die anderen, wenn der Autor erzählt, was er so sieht, sind diese persönlich schildernden Textstellen. Ja, also dieser subjektive Erlebnisbericht. Und dann gibt es noch die Glosse. Die Glosse habe ich dir auch verlinkt. Das ist also wirklich polemisch, sarkastisch. Da ist fast kein Wort so zu nehmen, wie es geschrieben ist. Da zieht der Autor wirklich drüber her. Auch ein informierter Autor. Und der Kommentar ist irgendwie so dazwischen. Ja, das ist also nicht ganz so subjektiv wie die Glosse, aber nicht ganz so objektiv wie der Bericht oder auch die Reportage. Das ist nicht ganz so lebhaft reißerisch wie die Glosse geschrieben, aber ist jetzt auch nicht so sachlich neutral geschrieben. Und wie gesagt, das ist eine vereinfachte Darstellung, weil diese Textsorte halt so vielfältig ist. Und wie du da genauer hinkommst, schauen wir uns auch noch später an. Kannst unten auch schon mal in der Scrollleiste schauen. Als nächstes geht es weiter, dass wir uns mal die Textsortenmerkmale des Kommentars anschauen. Und ich unterteile hier mal in Hauptmerkmale und Nebenmerkmale. Einfach deswegen, dass wenn du 4 Merkmale bringen sollst und du bringst nur Nebenmerkmale, kann das kacke enden. Gehen wir dann gleich noch genauer drauf ein. Hauptmerkmale sind also die Subjektivität und die Meinungsäußerung des Autors. Und der muss das auch nicht immer begründen. Ne? Also der kann da sagen, das ist so und so, das wirkt so und so. Der muss also keine Quelle angeben. Das ist also nicht so wie der Bericht, dass der genau schildert, was da los ist, sondern der sagt seinen Eindruck und seine Meinung. Ein weiteres Hauptmerkmal ist die Aktualität. Meistens wird er zu einem aktuellen Anlass veröffentlicht, der eben dem Kommentator den Anlass gibt, seinen Senf abzugeben. Und damit du als Leser checkst, um was es da überhaupt geht, gibt es meistens eine Zusammenfassung. Das ist entweder in einem Pulk oder stellenweise, bevor der Kommentator da seinen Senf dazu eben abgibt. Und diese Zusammenfassung ist meistens relativ objektiv und sachlich verfasst. Ja, also da gibt er dir die Infos, um zu verstehen, was der sagt. Diese subjektivere Stellungnahme folgt dann immer auf diese sachlichen Aspekte. Als nächstes Humor,
Ironie, Sarkasmus, Polemik. Also diese Darstellung muss nicht seriös sein, aber sie kann es. Ne? Als nächstes diese datenbasierte Darstellung und Argumentation. Das ist dann wieder das Gegenteil. Das kann auch wechseln. Ja? Also der Autor kann das Thema sachlich beleuchten und danach darüber herreißen. Und wenn du jetzt sagst, ja Moment mal, der hat gerade gesagt, der muss keine Quellen angeben, aber trotzdem arbeitet er datenbasiert, ja, das schließt sich ja nicht aus. Ja, der kann seine Meinung sagen und er kann die Meinung schon irgendwie auch wissenschaftlich begründen, der muss das aber nicht so zitieren, wie du vielleicht in der Facharbeit oder in der Seminararbeit. Der kann auch mal seine Meinung ohne Quellen sagen, aber es ist jetzt nicht komplett ausgedacht, weil sonst wäre es ja ein Märchen. Also es hat schon irgendwie einen seriösen Grund. Das sind so die Hauptmerkmale, die findest du meistens in diesen Dingern drin. Kommen wir jetzt einmal zu den Nebenmerkmalen. Das erste ist die reißerische Überschrift. Ja, das haben sie auch alle. Aber wenn du das schon in der Layout-Analyse oder Layout-Beschreibung machst und dann nochmal im Textsortennachweis, ja, dann ist das irgendwie doppelt. Ja, und wenn der ganze Rest auch nicht so geil ist, dann... Also die reißerische Überschrift... Die lockt den Leser an, manchmal ist die ein bisschen polemisch, ein Wortspiel, manchmal Layout ist es noch ein bisschen anders gesetzt, dass man das halt sofort sieht, dass du das anguckst. Ja? Die leben ja davon, dass da irgendeiner, der bekannt ist, seine Meinung zu was sagt. Als nächstes ist die Darstellung als Zeitgeist. Das ist was ganz Typisches für den Kommentar, aber das ist auch was ganz Typisches, was sauber in die Hose gehen kann, wenn Schüler das probieren. Grundsätzlich heißt Zeitgeist, dass der Autor versucht, das so darzustellen, als wäre das nicht nur seine eigene Meinung, sondern als würde der so das Gefühl von einer ganzen Menge an Leuten, ja der Mehrheit schon fast, sagen. Ne? Das kann schwierig sein. Also da wäre ich vorsichtig. Das ist eigentlich eines der Kernmerkmale. Ich habe es mal zu Nebenmerkmalen reingeschrieben, weil das geht häufig nicht ganz so toll. Der parataktische Stil. Ja, Kommentare haben häufig einen einfacheren Sprachstil, vor allem bei Schlussfolgerungen, dass der Autor dir sehr, sehr einfach zeigt, wo die Reise hingehen soll. Ja, aber wenn, das ist jetzt wieder das Gleiche wie mit der Überschrift. Wenn du das schon in der Sprachanalyse machst, dann machst du es hier nochmal, das ist irgendwie so eine Doppelung. Ja, wenn beide super geil ausgearbeitet sind, mega. Wenn beide nicht so toll sind, eher kacke. Ne? Deswegen lieber nicht. Und die Nennung des Autors ist ganz wichtig, aber wenn deine anderen, die Doppelung der Überschrift, der falsche Zeitgeist und der parataktische Stil, den du schon in der Sprachanalyse hast, ist, dann ist die Nennung des Autors hier, sagen wir mal, auch nicht ganz so toll. Vor allem, wenn du die Hauptmerkmale Subjektivität und sowas nicht drin hast. Ne? Also, Nennung des Autors ist wichtig, zeige ich dir auch gleich nochmal warum, aber du solltest schon sinnvolle andere Textsorten Merkmale auch noch haben. Gucken wir uns mal die zwei Texte an, die wir uns jetzt anschauen. Ein Daddy für die Jugend aus der Zeit Campus ist ein Kommentar zur Unterstützung für Markus Söder in den sozialen Medien. Das ist ein typischer Kommentar, der ist analysierend, aber der ist eher reißerisch. Ja, und der zweite ist, so ist Erdogan nicht beizukommen aus der Zeit. Da geht es um die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei. Du siehst hier schon unterschiedliche Themen, aber die haben auch viele Gemeinsamkeiten. Ja, und gehen wir es gleich an mit dem Söder. Geschrieben von Jasmin Mbarek, ein Daddy für die Jugend. Ja, und hier ist die Nennung der Autorin wirklich wichtig, weil du willst ja wissen, ob dich diese subjektive Meinung von der Jasmin interessiert. Oder ob du sagst, ja, was interessiert mich das, was die Jasmin denkt? Dann brauchst du auch nicht lesen. Und deswegen ist die Nennung der Autorin ganz, ganz wichtig. Ja, wenn du jetzt hier auf die Jasmin Mbarek klickst, dann kommt nicht ganz so viel raus. Ich habe die mal gegoogelt und dann habe ich hier dieses Interview in der SZ, ist das, glaube ich, gefunden. Und hier steht im Endeffekt dann drin, ja, die ist also 21, Bloggerin, Podcasterin, studiert Politikwissenschaft. Okay, dann denke ich mir, ja, die hat vielleicht Ahnung, die ist in sozialen Medien unterwegs, die kennt sich mit Politik aus. Was die über den Söder schreibt, könnte mich interessieren. Oder ich sage mir, nee, interessiert mich überhaupt nicht und höre auf zu lesen. Ich will aber wissen, wer das ist, der mir da was erzählt, damit ich entscheiden kann, ob mich das interessiert oder nicht. Nächstes Merkmal. Subjektivität. Also die nimmt TikTok als Quelle und sonst keine Belege. Ja? Also ich meine, TikTok als Quelle, das kannst du in deiner Facharbeit oder Seminararbeit versuchen. Das wird meistens nicht ganz so toll gehen, außer du analysierst TikTok.
Aber da gibt es jetzt keine Experteninterviews wie in der Reportage. Ja? Das muss sie auch nicht, weil sie arbeitet ja nicht ganz so sachlich. Ja? Und auch sprachlich, ja? Das siehst du, dass Söder nun als Internetphänomen auftaucht, ist bemerkenswert. Ja, wer sagt denn das? Das sagt sie. Ja? Da hat man nicht irgendwie drei Professoren interviewt und gesagt, ja, was sagst du denn dazu? Und dann sagt er, oh, dass der Herr Söder jetzt in den sozialen Medien ist, das ist ein herausragendes Phänomen. Das wäre die Reportage. Ja, da würde diese Jasmin irgendwo hinlaufen und sagen, du großer Professor, erzähl mir mal was zum Söder. Das sagt ihr selber. Da siehst du den Unterschied. Ja? Und auch hier der nächste Textbeleg. Ja? Man könnte denken, dass Söder und Laschet jetzt sich nicht so unterscheiden. Deren Politik sich inhaltlich zunächst nicht unterscheidet. Ja, für sie. Also ich glaube, wenn du den Söder und den Laschet fragst, dann sagen die, dass sich ihre Politik schon unterscheidet. Aber sie sagt, nö. Ja, und ganz im Gegenteil zu Armin Laschet, dieser wird auf TikTok zum Kasper. Ja, subjektiv, ne? Sie sagt, dass der Kasper ist. Ich glaube, da gäbe es auch Leute aus dem Laschet-Lager, die sagen, dass der nicht der Kasper ist. Subjektivität. Weiter geht's. Mit der geisterischen Überschrift, ja, ein Daddy. Mei, der wird jugendlich als Daddy bezeichnet, das ist ein Wortspiel zu Staatsvater, aber schon auch mit den Daddy-Issues in Verbindung gebracht. Ja, kennst du selber, kannst du ja hier lesen. Das ist aber auch schon die Zusammenfassung im Lied. Und das ist auch schon das nächste Merkmal. Ne? Deswegen ist so die Überschrift, das ist nicht ganz so toll. Daddy-Issues, Sexualisierung älterer Männer von Jüngeren. Das ist im Endeffekt ja auch ein Teil, der hier ganz wichtig ist, auf den sie anspielt und da schreibt sie hier rein. Das ist die Zusammenfassung im Lied und im ersten Absatz. Die Aktualität ist auch gegeben, der wurde am 14.04.2021 veröffentlicht und das war so in der Söder-Laschet-Kappelei. Ja, inzwischen ist es der Laschet geworden. Keine Ahnung, wer Kanzler wird, ist noch nicht hin, heute ist der 10. Mai. Aber damals war das echt aktuell, da hat der Söder und der Laschet haben gesagt, sie wollen das machen. Am 12.04. hat sich das CDU-Präsidium für den Laschet ausgesprochen und dann kam die Kabelei und vor allem in der Basis war der Söder relativ beliebt und in den sozialen Medien. Und am 14.04. hat sie das geschrieben. Ja, wenn du jetzt irgendwann eine Schulaufgabe schreibst, dann sagst du, ja, woher soll ich denn das noch wissen, vor allem mit den ganzen Daten? Häufig ist dann unten eine kleine Textbox dabei, wo dir der Kontext gegeben wird, dass du die Aktualität auch irgendwie begutachten kannst, weil woher sollst du das sonst wissen, außer das ist ein Riesenthema, ne? Ja, Humor, Ironie, Sarkasmus, Polemik. Also polemisch wird es jetzt hier auch nochmal, ja, wer an der Spitze der Union beliebt erscheint, ist auch klar, der begehrenswerte Söder. Bilder hast du schon mal gesehen von dem, vorher auch. Kannst jetzt selber entscheiden, ob das der begehrenswerte Söder ist. Söder-Lieder, TikTok, Laschet, Kasper, ja, das ist polemisch. Das ist nicht, jetzt hat mein Handy geklingelt, ne? Machen wir das nochmal. Weiter geht's mit parataktischen Stil. Wenn du das hier durchliest, ich verlinke dir auch nochmal was zur Sprachanalyse, wo du das nochmal angucken kannst. Aber das sind eigentlich ganz kurze Sätze, einfache Sätze, Hauptsätze, ohne Nebensätze, einfach hintereinander. Ja? Die Jugend wünscht sich mehr Ordnung und Führung, so lässt sich die Daddy-Fetischierung des bayerischen Ministerpräsidenten deuten. Das spricht gegen einen flächendeckenden Wunsch nach politischer Veränderung unter jungen Menschen. Nicht alle wollen Revolution und Systemwechsel, die nachkommende Generation wird das Ende des Konservatismus und so weiter. Ne? Das sind alles einzelne Sätze. Das ist immer Punkt. Punkt. Ja? Das sind keine Zusammenhänge, das sind Schlussfolgerungen. Zack, 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 zack. Ja? Und Schriftsteller haben Peil. Ja? Die macht das nicht zufällig, weil der das passiert, sondern die macht das absichtlich. Die liest sich das auch nachher nochmal durch und überlegt, ob sie so überzeugen kann. Die hat ja was drauf. Ne? Die ist ja, sonst würde die sowas ja nicht schreiben. Oder sie würde es vielleicht schreiben, aber vielleicht nicht in der Zeit veröffentlichen, sondern irgendwo auf Facebook, wo es keiner liest. Nächster Text. So ist Erdogan nicht beizukommen von Michael Thumann. Merkmal, Nennung des Autors, habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn ich jetzt auf den Michael Thumann hier draufklicke, komme ich auf diese Seite. Dann kann man überlegen, interessiert mich das, was der Michi sagt. Wenn wir uns das mal anschauen, was der so gemacht hat,
können wir darüber entscheiden. Ja? Also während der Krim-Krise 14-15 saß ich oft im Moskauer Büro, das ich schon von 96 bis 2001 leitete. Also so ein Auslandsbüro von einer großen Tageszeitung. Ja, da setzen wir nicht den letzten Deppen hin. Bis 2013 war ich Nahostkorrespondent in Istanbul. Okay, ja, der kennt sich aus in der Region, der war da auch schon länger. Die Meinung könnte interessant sein. Während des Jugoslawienkriegs reiste ich über den Balkan. Zwischendurch war ich in Hamburg bis 2007 als Außenpolitikkoordinator. Also der kennt sich gerade in der Außenpolitik wirklich aus. Gleichzeitig interessiert er sich auch noch für deutsch-türkische Beziehungen. Der ist hier Mitglied im Beirat der deutsch-türkischen Jugendbrücke, im deutsch-russischen Forum, Osteuropa-Kunde. Also er hat richtig Ahnung von Außenpolitik. Ja, also da kann ich mir sagen, hey, was der Michi sagt, ist interessant. Und deswegen ist die Nennung des Autors hier so wichtig, dass ich mir ein Bild machen kann, ob ich das lesen will. Ich will es lesen. Schauen wir uns an, was er sonst noch macht. Reißerische Überschrift haben wir. Ja, also nicht beizukommen, ne? So seriös, wie das gerade gewirkt hat. So reißerisch ist die Überschrift. Beikommen heißt umgangssprachlich zu fassen bekommen, jemanden festnageln, jemand was anhaben. Ja, also für eine ganz seriöse Zeitung ist das jetzt nicht, also das ist jetzt keine seriöse Überschrift, ja. Vielleicht könnte man sonst formulieren, so können die europäischen Interessen nicht gewahrt werden. Will er aber nicht. Macht das ja auch wieder absichtlich. Reißerische Überschrift. Zusammenfassungen gibt es hier mehrere, und zwar, weil es komplexer ist. Ne? Da geht es jetzt nicht um die Daddy-Issues, wobei mit dem Erdogan, könnte mir das vielleicht auch vorstellen, dass das publiziert wird. Nichtsdestotrotz geht es jetzt hier um den Wunsch der EU nach einer demokratischeren Türkei. Und der wird in den ersten Absätzen dargestellt. Kannst wie immer unten in den Links gucken. Ne? Ich habe es verlinkt. Weitere thematische Zusammenfassungen folgen dann immer in den Folgeabsätzen, weil das echt komplexer ist und das halt nicht so einfach darstellbar ist. Deswegen kann ich dir das nicht in zwei Sätzen einfach so, bumm, hier ist es, los geht's, jetzt sage ich meine Meinung, darstellen. Ja? Nächstes Merkmal, Wissenschaftlichkeit und subjektive Darstellung. Das ist jetzt ein bisschen vermischt, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja? In diesem Absatz. Die Gründe liegen vor allem in der Regierungskoalition der AKP mit der ultranationalistischen MHP. Erdogans politisches Überleben hängt an diesem nationalistischen Teufelspakt, der sich gegen eine Mehrheit der Türken genauso wie gegen die Nachbarstaaten richtet. Das ist ein bisschen wissenschaftlich. Da geht es um Umfragen, da wird das genauer analysiert, was da los ist. Aber es ist nicht nur wissenschaftlich, es wird hier unten ein bisschen subjektiver, ja. Die AKP-MHP-Koalition und die angeschlossenen Propagandisten produzieren rund um die Ohren nativistischen Hass, antiwestliche Verschwörungstheorien und weitschweifende Großmachtträume. Ja, das kann man nachvollziehen, aber hier werden keine Quellen mehr angeführt, ne? Also nicht mal auf irgendwelche Umfragen gedeutet. Und hier unten, ja, zerfrisst die Türkei wie zu permanenten Militäroperationen innerhalb und außerhalb der Türkei. Führt, all das wird bis Juni nicht vorbei sein. Ja, hier wird plötzlich nichts mehr dargestellt. Das sagt er halt jetzt. Ne? Ich kann ihm das glauben, weil ich gelesen habe, dass der Typ Ahnung hat, aber da fehlt noch was. Ja, Aktualität und die ganzen anderen Merkmale machen wir jetzt hier nicht nochmal, sonst wird das Video nur unendlich lang. Aber du siehst, wie das plötzlich ganz anders ist. Das ist nicht mehr so reißerisch, das ist jetzt hier sachlicher formuliert. Und das macht den Kommentar irgendwie so wenig griffig. Kommen wir zu einer Sonderform des Kommentars, der Kolumne. Das ist eine Form des Kommentars, die regelmäßig erscheint. Von einem bekannten, meistens Autor oder Gastautor, verfasst wird und die sich extrem deutlich durch das Layout absetzt. Da ist ein Kasten rundherum, die ist anders geschrieben und das hat einen ganz guten Grund. Die wird nämlich nicht redigiert. Das heißt, da sitzt nicht der Chefredakteur der Zeitung oder sein Hiwi daneben und sagt, das ist nicht so, wie wir das wollen, sondern dieser Gastautor oder dieser Autor hat da voll Zugriff und kann da sein Zeug reinlegen. Das wird so gedruckt, wie der das schreibt. Vielleicht liest es einer auf Rechtschreibfehler, aber nicht auf Meinung. Das ist also nicht die Meinung der Zeitung, sondern die des Autors. Und das machen die kenntlich, indem dass die das so deutlich absetzen. Meistens ist das ein aktuelles Thema oder ein wiederkehrendes Thema. Muss es jetzt hier nicht so sein. Die Kolumne ist da ein bisschen speziell. Und das kann auch alltägliche Geschichten, Axel Hake, sehen wir gleich, ist da ganz bekannt dafür, als Ich-Erzähler formuliert sein, mit einer Pointe, polemisch,
Muss es aber nicht. Das kann auch von einem bekannten Journalisten sein, der wieder seine Meinung zu einem Thema schreibt. Hier haben wir mal zwei Beispiele für Kolumnen. Ja? Axel Hake, habe ich gerade schon gesagt, den kenne ich nur aus meiner Schulzeit. Und das andere haben wir hier unten, eine Modekolumne. Das sind jetzt komplett unterschiedliche Themen, ja, wo die sich hier über Regenmantel auslassen. Keine Ahnung, ich bin kein Modemensch, kann nichts dazu sagen. Das sind Experten. Ja, Kommentar ist nicht einfach. Du hast meistens eine Nennung des Autors, eine reißerische Überschrift, subjektive Darstellung, Zusammenfassungen, Aktualität, leichte Wissenschaftlichkeit, humoristische und polemische Darstellung. Aber trotzdem ist es nicht so leicht, das zu finden. Und ich würde dir empfehlen, das im Ausschlussprinzip zu machen. Du guckst dir das an, was du da hast, und dann sagst du, okay, ist es eine rein objektive Darstellung oder finde ich subjektive Stellen? Wenn du subjektive Stellen findest, ist es kein Bericht. Nächstes Beispiel, Reportage. Finde ich eine Zoom-Technik? Ist der Typ vor Ort und hält der jemand das Mikro hin? Sehe ich Gänsefüßchen? Nein? Okay, keine Reportage. Ah ja, und die Zoom-Technik, die man inzwischen, also wirklich der blinde Mückrückstock findet. Und dann bleibt noch die Glosse. Ist es extrem satirisch? Meint er irgendwas hier so, wie er es schreibt? Wenn nicht, ist es eine Glosse. Wenn nicht, ist es eine Glosse. Sonst, wenn ich das andere auch ausgeschlossen habe, bin ich im Kommentar. Ja, und es gibt dann wieder Sonderformen, wo es mit dem Kommentar losgeht und in eine Glosse endet, und die wähle ich dann nicht in der Abschlussprüfung. War in Bayern letztes Jahr so. War fies. Aber so wirst du dem Ganzen etwas her. Ich hoffe, das Video hat dir was gebracht. Wenn du Fragen hast, schreib die doch bitte unten in die Kommentare rein. Passend. Wenn es dir was gebracht hat, mach die YouTube-Sachen. Like, Comment, Sub. Das hilft mir wirklich weiter, weil der Algorithmus das mag. Und wenn der glücklich ist, bin ich auch glücklich. Danke für deine Aufmerksamkeit. Viel Erfolg in der Deutschschulaufgabe. Ciao. Servus.